Jutschi, Leute, willkommen zurück zu meinem Let's Play The Minish Cap. Okay. Letzten Part haben wir. Was haben wir gemacht? Ach ja, den dritten Bossgegner platt gemacht. Und. Erzähl mal jetzt noch. Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet der Minish-Älteste. Ach, okay, da müssen wir hin. Okay, das war das gewesen. Ich erinnere mich. Will jemand mit mehr Fragmente vereinen? Komm, Moment. Oh, jetzt hier läuft. Oh nee. Ein Moment. Sorry, ich musste niesen. Okay, ist noch verschlossen. Okay, das war das gewesen. Okay, dann sollst du ein Monster darstellen da. Also auf dem Dach. Ah, Moment mal, die Bücherei ist ja nicht in der Nähe von Leben, sondern hier gewesen. Na, habe ich mit dir schon Fragmente? Ja. Fragmente verein? Aber gern. Da haben wir auch das Richtige. Warte, was ist denn passiert? Okay, Marlon. Okay. Da müssen wir also hin. Die passen. Da passt hier bestimmt was Gutes. Okay, jetzt können wir hier rein. Willkommen in der Bücherei. Wenn das nicht Link Alberichs Enkelkind ist, seh dich in Ruhe um. Also scheint Link öfters in die Bibliothek zu gehen oder Motto, ach, lässt sich auch mal blicken. Ich bin für Bücherausgabe zuständig. Meine Nachbarin hat Probleme. Aha. Ah, stimmt, ja, müssen wir mir so ein dummes Buch suchen. Welches Buch leihe ich mir heute aus? Warte. Ich glaube, wir müssen der Dame das Buch zurückbringen. Wir stellen es also auf Platz 3, die unliche Geschichte von Hyrule. Wieder eine Spielung bei der Seite. Nehme ich einmal auf die Geschichte von Michael Ende, die unliche Geschichte, und das ja, was dann Hyrule abgeht, im Grunde ja auch wirklich immer sich wiederholen tut. Auf Platz 2, Prinzessin Zeldas Tagebuch. Das finde ich nicht so pralle, einfach so das Tagebuch einer Prinzessin zu lesen. Platz 1, Wadi der Schreckliche. Okay. Also haben sie mir dasselbe. Mann, ist das nervig. Da läuft immer wieder was im Hals runter. Da muss ich immer muten, weil das nun mal nicht kein schönes Geräusch ist. Kennen wir doch auch aus The Wind Waker. Die Bücher bewegen sich ganz von alleine, aber das glaubt mir keiner. Wo ist mir weggefallen? Können wir ja mal was ausprobieren. Bei der Orko, ja genau das ist der Dude. Ist auch sein Bruder hier irgendwo vertreten? Schon wieder ein Tolia-Wald, aber ich glaube, wir müssen da eh wieder hin, vermutlich. Oh, ein goldener Octorok. Okay. Kriegen wir Kohle dafür.
passen perfekt zu sein. Hier ist geschickt wohl was Gutes. Etwas Gutes. Naja, sicherlich nicht für denjenigen, der jetzt gerade im Wald ist. Was mache ich da? Mann. Kleiner. Ich hoffe nur, dass... Ja, das hier läuft immer noch. Ich habe nämlich Angst, dass ich das halt jetzt mitten... Ja, dass ich denke, ach ja, ich gehe jetzt mal aus. Da meine Ton nicht mehr aufgenommen wird. Ja, ich glaube, von hier aus können wir wohl wahrscheinlich... Eigentlich das eine Secret holen. Das müssen wir noch holen. Hey, na sowas. Die Bücher wurden verliehen. Und nun kommen wir nicht nur nach zurück zu Lexa, den Ältesten. Ob der Älteste allein klarkommt? Oh je, ich sorge mich so sehr. Die Bibliothekarin müsste eigentlich wissen, wer die Bücher hat. Die Mädchen sind das vollkommen hilflos. Na gut, aber in der Zwischenzeit vor allem Fragmente. Was soll ein passendes Fragment? Werden wir sehen. Ja. Ja, blöd, wenn immer die Leiter praktisch verliehen wird. Okay. Auch ein Gegner. Das Symbol soll wohl ein Monster sein, das gerade auf dem Ei schlüpft, was? Hey, passt doch perfekt, oder? Ich hätte nicht gedacht, dass es ein passendes Fragment gibt. Sagst du? Die Bücher, auf denen man hochklettern könnte, sind alle verliehen. So kannst du Lexas Abenteuergeschichte nicht hören. Schade. Ja, super. Jetzt habe ich gerade tatsächlich passiert, dass ich mich gerade gemutet habe und vergessen habe, wieder zurückzuschalten. Ah, shit. Aber ist ja nichts passiert, so großartiges. Oder wisst ihr was? So. Muss jetzt auch irgendwas rauszuschneiden. Weil ich jetzt nämlich die ganze Zeit mich geräuspert habe. Oh, toll. Funktioniert ja wunderbar, hier zu sein. Warum kann ich jetzt hier mich hier so lang gehen? Das muss doch einen Grund haben. Ah, okay, ich sehe schon warum. Ich muss schwimmen lernen. Was mache ich denn da? Ich muss mich immer wieder vergrößern. Und wahrscheinlich kann ich erst schwimmen, wenn ich dann den Dungeon mit den Tropfen gemacht habe. Das weiß ich nicht. Willkommen in der Stadtbücherei. Wenn das nicht Link, ja, ist gut. Wie, die Bücher aus dem Regal Nummer 1 stellen? Da, wo drei Bücher fehlen? Das ist ja das Problem. Sie sind schon lange ausgeliehen. Und werden einfach nicht zurückgegeben. Das Bild der Lektion der Tierwelt zum Beispiel, das hat... Genau. Das hat eine Katzenbesitzerin ausgeliehen. Das darf sie ja auch, aber sie muss es auch wieder zurückbringen. Ja. Das hasse ich, wenn Leute sich was ausleihen und das dann nicht zurückbringen. Oder zurückstellen. Zum Beispiel Werkzeuge. So, die mal, also Gartenwerkzeuge, und dass man da hinterherlaufen muss. Das ist ätzend. Okay. Ernsthaft jetzt? Liebe Mutter, ich bin im Haus nebenan.
Nanu, oh, sieh doch, Link. Das Buch liegt auf dem Bücherregal. Aber wie kommen wir da nur ran? Von hier aus ist es unerreichbar und eine Leiter gibt es auch nicht. Wir sind so weit hinten, dass es nicht nützt, am Regal zu rütteln. Was sollen wir nur tun? Das wird wohl auch nicht funktionieren, oder? Nebenan. Okay. Stören wir jetzt gerade bei Rendezvous? Wie, das Buch aus der Bücherei? Bilderlektion der Tierwelt? Ja, das habe ich ausgeliehen. Bist du extra deswegen hier? Ja, ich hoffe, du schämst dich dafür, dass man hier praktisch nachlaufen muss, um das zu holen. Das ist aber nett. Kannst du es für mich aus dem Haus holen? Ich kann hier jetzt nicht weg. Oder sagst du? Der König benimmt sich merkwürdig, aber unser Liebe stört das nicht. Ach, ihr seid es. In Ocarina of Time gab es ja irgendwie so ein Pärchen, die ganze Zeit aber nur am Rumtanzen waren. Das scheinen die da zu sein. Ich habe nichts dagegen, gegen Liebespärchen, wenn sie das so offen, so aufdringlich ausleben. Das ist ein Gernhund. Und die Dame heißt dann Gernkatze oder was? Wenn das dann so immer so ausgelebt wird, so richtig so, oh, guck doch mal, wie verliebt wir sind und was für ein tolles Paar wir sind. Und man denkt sich auch, oh, come on, übertreib das nicht. Ich gehe mal kurz zu der Bibliothek und fragen, ob wir vielleicht noch andere, erstmal die anderen Bücher holen. Vorsichtshalber. Weil ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wie wir da weiterkommen. Zum Beispiel das. Okay, geht nicht. Weil ich glaube, wir können es gar nicht verschieben. Wir brauchen halt diesen einen Gegenstand. Und das ist ja halt problematisch. Nee, warte mal. Wo war die alle? Ach ja. Ich doch nicht weiß, wie ich da hinkomme. Nicht. Moment mal, jetzt sehe ich das. Ich kann da noch rücken. Okay, ich könnte da hinkommen. Aber... Ich müsste durchs Feuer... Aber wie mache ich das jetzt im Feuer aus? Wieso hat er eigentlich zwei Kamine? Komme ich hier durch? Ja. Ja, okay, ich komme jetzt mal durch, aber... Aber es ist nur dazu da zu sagen, jo, guck mal. Da musst du hin. Du musst nur das Feuer löschen. Haben wir irgendwas, mit das wir das Feuer löschen können, oder müssen wir tatsächlich jetzt Wasser holen? Probieren wir es einfach mal aus. Nee, ich habe gerade gedacht, es würde klappen, aber... Nee.
Ja, man weiß es ja nicht. Noch keine Pfeile, war eigentlich ja klar. Okay, ich habe verstanden. Hoffen wir, dass es eigentlich auch so funktioniert. Ich muss mir Wasser holen und dann das ausmachen. Warte mal, ich krieg doch auch woanders ein drittes Glas von den einen Typen. So, hoffen wir, dass es jetzt funktioniert, aber nicht, dann muss ich gucken. Na bitte. Oh, die Katze dort starrt uns an. Hier hat sich ja nichts Gutes im Sinn. Oh. Puh, das war ein Schreck. Wenn man klein ist, sind die Gefahren groß. Ja, du bist doch selbst ein Mini-Stute. Also, da musst du es doch schon kennen, oder? Das erinnert mich an, was ich mal gesehen habe, einen Shorts und Video. Da hockte ein Falke so ganz gemütlich auf seinem Platz und da kam so eine Taube und wollte so an ihn durch. So, dann wurde er, lass mich mal durch, so, in so einer Nische. Also der Falke war eine Nische. Und die Taube so, ach ja, Frechheit siegt, ich gehe mal an dir vorbei. Ja, da hat Frechheit aber nicht gesiegt, weil der Falke, oh, was? Zimmerservice! Und hat sich hier die Taube dann gekrallt. Naja. Bauch und dummes Viech. Ich meine, das ist so, als würde eine Antilope in die Höhle des Löwen gehen. Was hier was? Wo ist der Verkäufer? Ich will nämlich was sehen. Ah, da. Ach, das konnte ich schon die ganze Zeit. Okay. Dann gehen wir mal ganz kurz dann zu den Dude hin, zu den Verkäufer. Und schau mal, ob der... Ach so, ich war schon hier, oder? Das duftet ja wunderbar. Die rote Münze der Weiminisch gefällt mir. Die blaue Mütze der Stadtminisch gefällt mir. Man tauscht doch. Mist. Verstehe, die Minisch haben hier oben auch ihren Kaffee. In der Stadt ist aber richtig was los. Die sind alle so schick hier. Gibt's hier noch mit denen ich hier ringe? Und den abgebissenen Apfel da. Die Waldminisch sind gerade zu Besuch. Wo schläft ihr eigentlich? Oder ist es nur tatsächlich nur ein Kaffee? Ich war woanders gewesen, oder? Ja. Oh. Wo kommt ihr denn her? Ihr Blauen seid doch am gefährlichsten, weil ihr... Weil ihr stärker seid, oder? Und ihr seid Arschlöcher, weil ihr nichts tut. Also eins steht fest, die Minisch leben hier nicht gerade. Obwohl, Moment mal, da ist ein Bett. Das war nicht der Sinn der Übung. Nanu, ich könnte schwören, dass da jemand ist. Ist wohl Einbildung. Oh.
Nanu, also ist da noch jemand. Auf einmal bist du hier hinten. So geht das nicht, einfach hier reinzukommen und mich zu erschrecken. Kann ich das hier kaufen? Ah ja, Kind, das ist nicht verkäuflich. In der Flasche ist das Futter für meinen süßen Hund Schnapsu. Wie, du willst die Flasche unbedingt? Was mache ich nur mit dir? Gut, dann geh doch zu meinem Haus und gib dem kleinen Schnapsu sein Futter. Dann schenke ich sie dir. In Ordnung? Ja. Oh, sehr gut. Dann bitte schön und vielen Dank. Pundefutter halte. Bring es doch gleich zu den Hund. Wo wohnst du denn? Ich habe mein Haus auf deiner Karte markiert. Oh, außerhalb. Okay, kein Problem. Und er wundert sich da nicht. Wo ist der Junge hin? Hier ist Bett. Also schlafen wir die Minisch? Bei den ganzen Monstern? Das ist ja aber hardcore. Aber es ist hier Licht an, also müssen sie ja. Was sehe ich denn da Feines? Ich sehe da. Sehe ich richtig? Nee, doch nicht. Das ist aber merkwürdig. Hier unten sind Bomben, aber oben sah es so aus, als hätte der Dude eine Geldbörse. Seht ihr? Da unten bitte wie oben links. Oh, da haben die wohl nicht aufgepasst, die Programmierer. Da sieht man es am besten, seht ihr? Da. Das ist doch eine Geldbörse, aber unten war da Bomben. Hm. Ich spring mal runter, Leute. Fragmente fein, gerne, mein Kind. Das ist super, da kommen wir hin. Naja, noch nicht, aber jetzt wird uns der Weg uns erleichtert. Sie passen perfekt zusammen. Jetzt werde ich bestimmt Glück haben. Was ist mit dir, Dude? 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 Okay. Bringen wir erstmal das Buch in die Bücherei. Dieses Bilderlexikon der Tierwelt war schon ewig ausgeliehen. Aha, ja, Link, das ist für mich zurückgebracht. Danke, das ist eine große Hilfe. Du bist wirklich sehr nett. Juhu! Als nächstes wäre das Buch. Genau, die Legende Minisch ist auch schon lange überfällig. Das ist ein Forscher, der etwas zerstreut wird und er wohnt in der Nähe der Mühle am Bach. Okay. Dr. White, wenn ich mich nicht irre. Der kam aus Sims. Verdammt. Der Typ schmeißt mich doch wieder. Was ist, hä? Das Buch von der Bücherei? Oh, pardon, nun gut, komm doch herein. Okay, gib's doch. Ich komme an den Typen nicht vorbei. Wollt ihr mich verarschen? Ja. Nützt aber letztlich wenig.
Weil... Oder ich muss das andere noch hin verschieben. Ja, SimCity für den Super Nintendo war da. Er hatte auch in Link's Awakening auf dem Tritt. Ich bin Blöm, der Minish-Forscher. Okay, hier ist er anders. Du meinst die Legende Minish aus der Bücherei? Ich habe das Buch schon seit ein paar Tagen nicht mehr gesehen. Du hast es verbummelt. Dabei ist es nicht mal dein Buch. Sind vielleicht Mäuse in mein Haus? Es muss hier irgendwo sein. Vielleicht kannst du es für mich finden? Ich muss weiterforschen. Super. Mal kurz rein. Nee. Dafür brauche ich jetzt wahrscheinlich diesen Kraftring. Wo ich aber gar nicht weiterkomme. Okay, bringen wir erstmal den Idiot, den Futter, sein Futter. Ich muss hier über die Brücke kommen, anscheinend. Also als Minish hier. Zum Glück kriege ich keinen Schaden, wenn ich ins Wasser falle. Ich muss über die Brücke, dann hier durch, an den Katzen vorbei. Okay, aber kleines Problem. Warte mal. Ja, okay, dass mein Hundefutter verschieben immer. Ach so, der kann nichts. Wir müssen uns also hier verkleinern. Hey, Moment mal, was mache ich? Warte mal. Ach nee, da wohnt ja eine Minish drinne. Wie kann ich das denn so verschieben? Wenn ich das hier mache, kann ich das andere nicht verschieben. Und rüberspringen kann ich auch nicht. Moment mal, da merke ich was anderes. Der Ausgang ist ja durch einen Schornstein. Muss ich erstmal das Feuer löschen? Ja. Okay. Dann verkleinern wir uns mal. Dann sehen wir weiter. Alles klar. Dieses Haus gefällt mir sehr. Der beste Ort in der ganzen Menschenstadt. Hier will ich mich für immer niederlassen. Du willst Fragmente vereinen? Lass es uns ausprobieren. Okay, da kommen wir also hin.
Hoffen wir, gibt's da auch was Interessantes und nicht da irgendwie ein Minischer sagt, oh, schönes Wetter heute. Schön sumpfig und so. Das stimmt. Also, dass hier was Gutes passiert. Hier ist auch ein Minisch. Hi. Du willst unbedingt hier durch? Dann wünsche ich dir viel Glück. Pass auf dich auf. Du bist ja sozusagen der Torwächter, okay. Ich muss aufpassen mit den Katzen. Und die sind nicht gerade freundlich gesund. Oh, ich schaff das nicht. Ich komme nicht vorwärts. Oh. Könntest du blöde Mieze... Jetzt also woanders lang gehen? Geschafft. Wer hätte gedacht, dass hinter dem Stadtbrunnen ein solcher Ort existiert? Dann wollen wir beide uns doch gleich mal diesen Schatz der Minisch holen. Okay. Und ich sehe noch was Feines. Was ist so? Ist aber vielleicht noch gar nicht möglich, dahin zu kommen zu den. Also zu den, wie heißt das jetzt? Herzteil. Okay. Oh. Ich dachte eigentlich, dass die ganzen Platten mich angreifen werden. Aber hab mich da halt geirrt. Egal. Bin halt durch diese Rambadamba der Marienkäfer durch. Ey, ja, ja, ja. Rumkreise, hä? Lass mich raten. Euer Lieblingslied ist Right Round von Dead or Alive, oder? Ihr wisst ja, you spin me right round. Kraftarmbande halten, kleiner Mann, große Kraft. Gut. Dann wollen wir mal auf Speichern. Und Speicherpunkt erstellen. Es war auch ganz gut, dass wir gleich nach rechts abgebogen sind. Okay, müssen wir uns merken. Kommen wir zu dem Minisch da unten hin. Und jetzt müssen wir an den Katzen vorbei. Ja, könntest du dich mal verziehen? Verzieh dich, Mieze! Schnell. Katz mich mal, du Missviech. Was? Du warst dort? Unglaublich! Mhm. Ja, ich war da. Da kann ich nicht lang. Nee, hier kommen wir auch nicht weiter.
Gardiger Weiß. Du bist aus diesem Dschungelhai wieder zurückgekehrt. Alle Achtung. Was heißt hier Dschungel? Das war ein Dungeon. Das hat doch nicht mal ein Dschungel, Biotom. Nicht Dibion. Das ist ja kein Diplom. Okay. Moment mal, jetzt könnten wir. Genau, das können wir jetzt eng. Falsch. Ja. Soll ich das nicht hin? Stört mich nicht. Ich denke nach. Was sagst du? Du hast einen Schatz gefunden? Du willst mir zuvorkommen? Das darf doch nicht wahr sein. Ah. Sorry. Okay. So. Ach, guck mal einer an. Da ist ja das Buch. Minish, was machst du da? Okay. So, ich verstehe. Die Bücher der Menschen sind interessant. Da unten ist sehr wählerisch, was Bücher angeht. Danke fürs Saubermachen. Kein Staub mehr. Ich laufe mal immer so rüber. Dann müssen wir auch mal regelmäßig selbst putzen. Was sagt gerade der Richtige? Was machst du denn da? Ist das ein bisschen gefährlich, Kleiner? Haha, ich will das Buch nach unten schubsen, aber alleine oder zu zweit. Mein Bruder ist so in sein Buch vertieft. Der hilft mir auch nicht. Und noch einmal. Wie ist eigentlich das Buch hierher gekommen, Leute? Ach, ihr habt's geholt. Aber ihr müsst es doch wieder zurückgeben. Okay, die wollen's ja. Hier kommt Hilfe! Okay, das wird nicht so einfach. Falscher Knopf. Ach so, er flackert immer so. Okay, er kann über Luft gehen. So geht es also auch nicht. Wieso ziehe ich mal das andere? Oh, also, warum drücke ich eigentlich auf A anstatt auf B? Das Gute ist ja, er kann ja hier praktisch hier in der Luft laufen. Wollt ihr mich verarschen? Oder habe ich ihn mir jetzt weg? Moment mal. Habe ich vielleicht vergessen, dass ich damit. Oh, kann es sein, dass ich vergessen habe, dass ich jetzt drei Doppelgänger habe? Ich glaube, ich bin noch viel zu leicht. Link, lass das. Och, das reicht doch. Okay, ich komme noch durch. Gut, dann holen wir da.
holen wir das Buch jetzt ab. Ja. Und ja. Da mache ich vielleicht nochmal einen Abstecher. Also einen Abstecher zu der zu der heiligen Stätte, um dann anschließend zu sehen, ob ich mich doch dafür doppeln kann. Da steht mir wegen. Wieso hat er ein Licht an? Da ist aus dem Hell. Oh, na sowas. Könntest du dieses Buch für mich zurückbringen? Ja, kann ich. Ah, das Buch kenne ich doch. Die Legende der Minisch. Lange überfällig. Hast du es mir zurückgebracht, Link? Juhui! Zuletzt wäre dann noch alles über Masken. Bürgermeister Hacker hat es ausgeliehen. Es geht doch nicht, dass der wichtigste Mann der Stadt das Buch nicht zurückgibt. Okay. Bevor ich wieder zu ihm hingehe, will ich mal gucken. Wegen der heiligen Stätte. Ob ich da jetzt schon diesen Warte-Doppelgänger kriegen könnte. Oh. Da war ja was. Auf Befehl des Königs darf ich hier niemanden durchlassen. Also geh nach Hause. Okay. Aber ihr wisst schon, dass ihr ein goldenes Monster habt, oder? Alter, ist das viel aggressiv. Wie komme ich in die heilige Stätte? Das sieht so aus, als wäre es ein Eingang, ist aber kein Eingang. Okay, jetzt ist mir klar, warum ich jetzt nicht da großartig weitergekommen bin. Weil es versperrt ist. Ein bisschen blöd. Und draußen sieht es aus, als würde es wieder Gewitter geben. Nicht gut. Glücksfragmente, ne? Noch hier welche? Okay, ich glaube, später werden wir uns auch irgendwie vorbeischleichen müssen an den. Da habe ich mir nicht so große Lust. Okay, wo ist dein Wowie? Gut, dann gehen wir hin und füttern den Hund. Also bis gleich. Ui, 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 ui.
Okay, sieht so aus, als könnten wir jede Menge Geld ausgeben. Okay, müssen da sein. Gut, Hundi, dann werden wir dich mal füttern. Hundefutter. Wow, wow! Ach so, hier. Ansehen. Okay. Leere Flasche erhalten. Fülle sie mit verschiedenen Dingen. Und da freut sich der Hundi. Hat endlich mal Futter. Und? Mein Herrchen Aya kommt immer so spät nach Hause. Fuck, wenn der Verein? Ruf, probieren wir's. Schnapp zu. Schnapp zu. Also, die Namen sind immer so bekloppt herrlich. Oh, wo ist das denn jetzt? Na, werden wir gleich auf der Karte sehen. Ah, okay, da. Ja, sie passen perfekt. Oh, passiert jetzt was Gutes? Ja, ist das mit Pekinese so? Egal. Das heißt also, der Dude läuft immer hier durch den Wald halbwegs, um da nach Hause zu kommen. Und mit dir habe ich doch... Du könntest mir auch helfen. Tinge ist nicht mein Bruder. Warum helfe ich ihm dann? Tja, das ist die Frage, die stellt sich wohl jeder Nintendo-Fan. Okay, ich musste gerade überlegen, wo muss ich jetzt doch hin? Ah ja, zum Bürgermeister. Und dann von ihm die Bücher holen. Problem ist jetzt aber... Wo war der Idiot? Ja, in der Stadt. Ja, Backtracking hat einfach zum guten Ton gehört. Und was mache ich da eigentlich? Warum töte ich euch eigentlich? Das ist unnütz. Habe ich hier das abgeholt? Okay, die brauchen noch zwei weitere. Also zwei weitere Koronen, die ihnen dabei helfen tun. Oh ne, die Schlange darf sollte ich lieber nicht töten. Nein, nicht töten, nicht töten. Erst wenn ich wieder Geld ausgegeben habe, dann kann ich sie töten. Weil sonst wird das eine Verschwendung. Okay, mal sehen, was ich da... Alter... Der Pfeilköcher kostet 600. Dann kannst du viele Pfeile tragen. Ja. Danke, dass du so viele Rubine ausgegeben hast. Okay, warte mal. Ich habe Fragmente für dich. Welche Form sie haben, ist eine Überraschung. Okay. Oh! Okay. Dankeschön. Kaufe doch die restlichen Fragmente. Okay. Na, lohnt es sich ja wieder Geld zu farmen. Was? Steigen die Preise jetzt? Danke für...
habe ich überhaupt Geld? Es hat der andere mehr gekostet, also und... Alles ausverkauft. Nächstes Mal habe ich wieder war da. Ah, okay. Also wollen wir da mal sehen, was nächstes Mal für Glücksfragmente gibt, aber jetzt mal zu den Typen hin. Hallo. Ja, ich bin Hörger, Bürgermeister dieser Stadt. Wie bitte? Alles über Masken? Das soll ich ausgeliehen haben? Kann sein, dass ich es ausgeliehen habe, aber vielleicht auch nicht. Soll ich die Bibliothekarin herschleppen, so, damit sie dir das, sag ich, dir mir so bestätigt, dass du das Buch hast? Ich lebe hier umgeben von meinen Masken und werde von ihnen beobachtet. Warum fragst du nicht die Masken? Ich soll... Okay, Idiot. Wie bist du zum Bürgermeister geworden? Wen hast du da bestochen? Oder soll ich jetzt mal ganz grob sagen, welches Bein hast du da angepimpert? Also, wenn jemand meine Masken so einfach mir nicht zerstört, dann wäre ich doch recht angepisst, aber... Wenn die nicht gleich... Oh gut, die sind nicht da. Das wäre ja scheiße. Ich entferne die Masken und dann sind sie wieder da. Und ich komme nicht durch. Okay, wisst ihr was über diesem Buch? Der Bürgermeister ging neulich mit einem Buch unter dem Arm zum Haus am See. Der Weg zum Haus am See ist jetzt wegen eines Erdbebens versperrt. Als er zurückkam, hatte er das Buch nicht mehr dabei. Wahrscheinlich hatte er es im Haus am See liegen gelassen. Der Bürgermeister ist oft unachtsam. Du willst zum Haus am See gehen? Ich zeichne es für dich auf deiner Karte ein. Hier ist es. Bitteschön. Das kleine Haus am See ist relativ weit weg. Ja, ich erinnere mich, da war ja ein Buch. Also, ich weiß nicht, so ein unachtsamer Kerl ist Bürgermeister. Wäre nicht davon begeistert, ehrlich gesagt. Oh nee, da komme ich auch noch nicht mehr weiter. Weil da muss man schon ein bisschen mehr aufmerksam sein. Ich dachte, könnte ich vielleicht als Mini schieben, weil ich da den Eingang gesehen habe, aber war nicht. Speichern wir mal lieber. Und da stand auch gleich ein Speicherpunkt. Okay, wo muss ich jetzt hin? Ich muss von unten da ran. Mist. Ich habe vergessen, dass ich das Schild nicht ausgerüstet habe. Ich kann noch schneller kaputt machen. Was vielleicht keine so gute Idee ist.
Vor allem, wenn man noch lesen will, was drauf steht. Könntest du aufhören, mich da einmal anzugreifen, du Missviech? Aber boah. Hier schon mal drinne? Können wir mal kurz gucken. Oh, fuck! So viele von euch! Nee, danke. Schleimi, Schleim davon, okay? Also hier komme ich doch nicht hin. Na gut, aber dann gehen wir mal ganz kurz und gucken mal, was in der Schatzkiste drin ist, die wir so geöffnet haben. Was heißt hier geöffnet haben? Was rede ich da? Die wir gefunden haben. Hier waren wir schon drin, oder? Ja. Also ich meine, das Rätsel. Also das, was wir von dem Fragment freigeschaltet haben. Das ja. Okay, da haben wir wieder Kohle. Jetzt für die nächsten Glücksfragmente ausgeben. Ich war gar nicht mein. Was? Okay, das muss wohl Sumpfgebiet gewesen sein, wo Link dann so versunken ist. Aber das kann eigentlich mir nicht erklären, warum er da eigentlich ins Wasser gefallen ist, obwohl er nicht im Wasser war. Okay. Ach, da oben ist der goldene Octorok. Na, sollen wir ihn schon mal guten Tag sagen? Okay, aber ich muss da eh hin. Weil da nämlich der Weg. War da nicht der Weg zu diesem Haus. Alter, ist das Viech aggressiv! Schmutzkatze, hä? Schmutzkatze. Wo bist du? Wo kam das Viech her? Also, wenn man wenig Herz hat, sollte man das wohl nicht machen. Kommst du mal her? Kommst du mal her, du blödes Viech? Euch habe ich jetzt nicht gemeint, aber wenn ihr euch angesprochen fühlt, wie war es mit Schub und Passen? So. Jetzt da lang. Nicht so ein Rest of the Wild oder Tears of the Kingdom, wo man einfach so rüberklettern kann und so. Okay, erledige ich erstmal die normalen und dann den goldenen. Okay, der Ratzdreieck hinten mal hinterher. Dafür tropft aber auch ganz schön was.
Laden der Hexe, Sirup, Bürgermeister Hagers Haus am See. Na, wenigstens haben sie eine Erklärung dafür, warum hier so umständlich der Weg ist, nämlich, dass es durch den Erdrutsch entstanden ist und wir praktisch durch, ja, da durchbuddeln müssen. Nichts. Gab es eigentlich auf dem Gungelberg noch irgendwie, wo wir noch durchbuddeln mussten? Mhm. Warte mal. Notiz von Hagar. Meistens hilft es, nach draußen zu gehen und immer zu rammeln. Mhm. Okay, ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Link, hör auf, ins Wasser zu fallen. Das ist nicht gut für dich. Puff, 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 puff. Okay, und was ist hier drin? Ein Glücksfragment. Ja, das hört sich sehr gut an. Okay, ich kann mir denken, dass wir hier... Na bitte. Dass wir jetzt hier praktisch den Weg frei machen müssen. Knapp verpasst. Warum hat er eigentlich so ein Becken mit einer Lotusblüte drin? Naja. Scheinbar ein bisschen zu... Oh, 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 oh. Oh, oh, schnell, schnell, schnell. Vielleicht, damit der Raum nicht so... Also nicht so trocken ist, Raumklima. Aber da er direkt am See ist, müsste ich das eigentlich ausgeglichen haben, meine ich. Da steht alles über Masken! Und endlich. Hm. Mach ich ein anderes Mal. Ich glaube, da komme ich noch nicht weiter. Bring mir mal das Buch wieder zurück. Ich glaube, wir kommen da erst noch weiter, wenn wir schwimmen können. Ja, warum ich wieder zurückgekommen bin, ist, naja, vielleicht... Ich wollte sehen, ob es da vielleicht eine Abkürzung gibt für später, damit ich nicht immer wieder... hier mich durchbuddeln muss. Aber das ist also der besagte Erdrutsch. Falsch abgebogen. Schon wieder falsch abgebogen. Wie wäre es einfach hier runter? Nee. Ach doch, ja... Ich habe die Tür nicht gesehen. Sieht ein bisschen blöd versteckt. Gut. Okay.
Ach, was mache ich da eigentlich? Wozu habe ich die Flöte? Wozu habe ich die Ocarina of the Wind? Da muss ich doch nicht jede... Ja, warum nutze ich die eigentlich nicht, ich Vollidiot? Da muss ich nicht jedes Mal immer wie bekloppt durch die Gegend laufen. Und könnte mir viel Zeit sparen. Ha, da ist ja das Buch. Alles über die Masken. Lange überfällig. Der Bürgermeister ist so nachlässig. War es nicht eher sehr schwierig, das Buch zurückzukommen? Ich bin dir wirklich sehr dankbar. Danke, Link. Nun gut. Du warst eine große Hilfe, Link. Dank deiner Hilfe sind alle ausgeliehenen Bücher wieder da. Du verdienst wahrlich einen tosenden Beifall. Jetzt können wir die Bücher im ersten Stock wieder ordentlich hinstellen. War der Orko? Würdest du dich bitte darum kümmern? Hier bin ich. Ist schon so gut wie erledigt. Wow, ist der schnell. Das Bücherregal ist wieder ordentlich. Wunderbar. Sieh dich nur in Ruhe um. Gut. Das mache ich, aber nächsten Part, Leute. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen gehabt. Also, bis zum nächsten Mal. Siamadane.